So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, der vergessenen Epoche. Und mir ist etwas aufgefallen, ich hätte was feiern müssen im letzten Part. Dieses Let's Play ist nun offiziell mein allerlängstes Projekt von allen Spielen, die ich jemals gespielt habe. Schön, das ist nämlich mittlerweile Part 76 und mein längstes bisher war Project Zero 3 mit 74. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt hier es so hoch loben kann. Ja, der Djinn hat keinen Bock. Warte, wie mache ich denn das jetzt nun? Ach ja. Ich muss ihn jetzt davon abhalten zu flüchten. Ich glaube, das war mit dem Stein. So, warte jetzt. Der Stein muss oben bleiben. Ah, okay, doch. Hab's schon raus. Hauptsache, der eine Stein, der richtige, der hier unten, der muss unten bleiben. Rest kann ich genüsslich variieren. Jetzt muss ich nur noch nach unten kommen. Ja. Hätte ich das etwa vorher machen müssen? Ah, nee, Quatsch. Idiot, ich bin ein Idiot. Warum greift ihr an? La 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 la. Nein, nicht auswechseln. Wir wollen fliehen. Oh, ich will doch. Ich kämpfe doch fast immer. Jetzt lass mich doch mal abhauen hier. Meine Fresse. Mia, bitte einmal Wunschquelle. Und schon seht ihr die Heilerin des Spiels einfach, weil das direkt komplett heilt. Oh ja. Der Merkur-Djinn da oben, der möchte doch sicherlich mit Mia Bekanntschaft machen. Also warum stellst du dich so an, mein Freund? Bleib schön ruhig, dann wird dir nichts geschehen. Zack, zack, zack. So, den Stein noch nach unten. Dann kann der Djinn mal sehen, wohin er abhaut. Der arme, verstörte kleine Djinn. Weißt du, er haut vor uns ab, er hat Angst vor uns. Und was machen wir? Wir stellen eine Falle, sodass er niemals entkommen kann. Wir sind so böse und wir schimpfen uns gut. Ja, natürlich sind wir gut. Wir wollen die Djinns hier nur für unsere Zwecke missbrauchen. Ich meine, ist das was Schlimmes? Nee, komm schon. Kann man vertreten, oder? Immerhin wollen wir die Welt retten, also machbar. Machbar, machbar. Machbar, machbar. So, und da wird er jetzt nicht entkommen können. Haha. Tja, Djinn. Du sitzt in der Falle. Einmal speichern und los wird gekämpft gegen den Merkur-Djinn namens... Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Verdammt. Naja, Attacke. Frostprisma. Das Ding ist auf jeden Fall verdammt schnell und kann Frostprisma. Eine meiner Lieblingsattacken. Blendnebel. Bam. Und so nochmal Angriff. Auch hier das Team zur Titanklinge. Wow, wieder brachialen Schaden. Und eine Giftwolke. Und der Djinn ist einfach vergiftet. Wieso machst du sowas, Garrett? Was hat dir der Djinn getan? Naja, flüchten. Brauchst du gar nicht erst versuchen, Kollege. Dim, dim, dim. Und schon besiegt. 99 HV. 999. Ja, die, die nicht im Kampf sind, wie ihr gerade gesehen habt, Jen hat ein Level erreicht, kriegen ebenfalls Erfahrungspunkte. Ist ganz gut. Die Hälfte kriegen sie von denen, die das... Von den Erfahrungspunkten, die das Main-Team kriegt, kriegt das Team oder die Leute, die gerade nicht kämpfen, die Hälfte. So, hier kriegt den Djinn. Wird von einer Paragon zu einer Cherubim. Lernt keine neuen Attacken, kriegt aber mächtigen Werteboost. Wie immer, wie das halt ist bei der neuen Klasse. Fehlt also nur noch der letzte im Bund, Ivan, unser kleines fünftes Rad am Wagen. Und ja, der wird seinen Djinn auch noch bekommen. Denn wir gehen ja nochmal schon zum Schamanendorf. Da haben wir ja auch mal in einem Part gesehen, dass da noch etwas zu holen gab, was wir noch nicht geholt haben. Das wollen wir natürlich jetzt mal nachholen. Ich habe euch ja nicht gesagt, was genau das ist, was ich da sammeln möchte. Ihr habt nur gesehen, dass da etwas für Luftkissen war, also für die Aeolis-Jade, die wir da ja bekommen haben. Und ja, damit hat es etwas auf sich. Hätte ich allerdings vorher noch nicht weitergekonnt, weil auch hier die Telekinese, die wir mir beigebracht haben, gefehlt hätte. Da ist jedenfalls das hübsche kleine Dorf. Ich gehe ins Inn. Die Musik, die ist beruhigend. Stand da gerade echt der Preis, der ich dachte, der da stand? Das war jetzt nicht über 1000 Münzen, oder? Ich muss nochmal nachfragen hier. Wie teuer? Ja, bla. Hallo? Ne, 160 Münzen, okay. Ach, unser Geld hat sich natürlich auch fusioniert. Das heißt, wir sind jetzt Multimillionäre. Fast 200.000. So. Gleich werden wir 200.000 haben, weil wir jetzt erstmal den ganzen Scheiß verkaufen werden, den wir nicht brauchen. Ja, Aaron hat keinen Scheiß dabei, den wir nicht brauchen. Fängt ja schon mal gut an. Priesterrobe und tschüss. Vielleicht hätte ich erstmal testen sollen, ob die vielleicht einer der Neuen jetzt tragen kann. Aber das mache ich gleich. Wieso hätte ich doch bei der Waffe jetzt auch machen können?
Ich mach's auch bei der Axt. Ich weiß, ich verkaufe jetzt auch das erstmal. Wir haben genug Geld, um uns das neu zu kaufen, falls es dann wirklich nun besser sein sollte. Du hast noch ganz viel Kram. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und das sollte es gewesen sein. Ja, gut, schön. Wir haben noch mehr... Ja, du sollst nicht die Kiste untersuchen. So, dass Uri heil kommt, das gebe ich jetzt mal Ivan als Schmiedträger, sage ich mal. Zack, 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 zack. Schön. Wollen wir nochmal gucken, was habt ihr denn so? Artefakte, irgendwelche Artefakte, die besser sind als Waffen, die wir jetzt tragen? Schamsia. Nee. Silberklinge? Wie hier unten hier? Nee. Ninja-Klinge. Glaube ich, überflüssig zu gucken, scheint nämlich nicht der Fall zu sein, als hätten wir irgendetwas, was besser ist. Na gut, eigentlich umso besser für uns, sage ich mal. Kristallstab? Nee, den trägt mir ja doch, oder? Nee, Quatsch, den trägt sie nicht, sie trägt diese Rechtskeule. Spiegelschild? Nee, senkt die Attacke. Auch für ihn nicht. Mia, du kriegst einen Magna-Reif. Schön, ne? Ja, Magna-Reif, bitteschön. Spieleticket? Jo, hier für Garrett. Himmelszeichen vielleicht? Nee, auch schon zu schwach. Alles schon viel zu schwach hier, meine Herren. Da wird das alles ganz schnell wertlos. Axt der Macht, aha. Ja, für... Die ist verflucht, die kann ich jetzt nicht ablegen. Ja, wir können natürlich die Titanklinge weglegen, aber... Ich glaube, da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Thanatos-Keule. Ja. Mia, du kriegst noch eine neue Keule, ey. Wie Mia hier bevorzugt wird, aber... Oh, das kennt man bei mir schon aus dem ersten Teil von Golden Sun. Da war das ja nicht anders. Der Finsterstab, der ist für Ivan. Der ist, oh, für Mia auch. Naja, aber der kriegt mal Ivan. Ich will ja mal nett sein, ne? Kristallstab, bitteschön. Garrett hat schon voll, das heißt, die übrigen gehen mal wieder an unser Glücksmädel. Jenna. Und das Ding ist wahrscheinlich jetzt auch bei... Nee, es ist nicht. Oh, ich bin überrascht. Ich bin positiv überrascht. Das Teil auch nicht. Die Priesterrobe. Nee, senkt die Geschwindigkeit enorm. Das sehe ich ja mal gar nicht ein. Okay, dann war das schon. Haben wir ja den ganzen unnötigen Rotz verkauft. Wir müssen auf jeden Fall schmieden. Und Aaron, kannst du vielleicht mal was abgeben? Ja, hier, komm. Aaron, gib mal den Kicherpilz an Ivan, damit ich da meine Ordnung wieder haben kann. Damit ich weiß, du trägst den ganzen Schmiedkram mit dir herum. So, hätten wir das erledigt, aber deswegen sind wir natürlich nicht hier in das Dorf gekommen. Nein, ich habe ja schon gesagt, wir haben hier noch etwas zu erledigen, etwas zu holen. Mit Hilfe des Luftkissens durch Aeolis Jade erlernt. Der Sprachfehler, die ich hier habe. Na, können wir jetzt da hoch. Wir gehen mal den rechten Weg. Auf dem rechten Pfad baden. Weil ich hoffe, wir können auch gleich wieder links gehen. Aber ich glaube, hier sind noch ein paar Kisten. Richtig. Können wir natürlich jetzt noch einsacken. Das machen wir, glaube ich, auch mal prompt. Und weh alles davon, meine Freunde. Zack. Zack. Klapp, Verschieber. So, und prompt können wir uns die Kiste einsacken. Und was auch immer da drin sein wird. Wahrscheinlich wieder nur sowas Unnötiges wie Fläschchen oder so, aber hey. Ja, und es war genau ein Fläschchen. Das kriegt Garrett. Und ich muss eine Sache mal sagen. Ich finde es echt erstaunlich, wie verdammt viele Leute sich darüber anpissen, wie ich die Namen ausspreche. Der heißt aber Isaac. Ey, sorry. Ich finde den Namen Isaac ausgesprochen klingt reichlich beschissen. Außerdem ist es ja wohl meine Sache, wie ich die Namen ausspreche, oder nicht? Ob ich nun Namen Englisch ausspreche, wie Felix und, Alex, wie Felix, genau. Wie Jenna und Alex oder Deutsch, wie Isaac, Mia, etc. Ist doch wohl echt voll Bums scheißegal, aber naja, greift euch ruhig weiter darüber an. Mich juckt das nicht. Gut, die Beschwerden waren mittlerweile so bei paar zwischen 20 und 30.
die mittlerweile auch oben sind. Ich bin jetzt ja schon bei Part 46, glaube ich. Und bin wesentlich weiter, also schon mit der Aufnahme, als hochgeladen wurde. Und ja, kennt man ja. So, hier werden wir nie wieder was in die Kisten legen. Schade, vielleicht hatten wir noch etwas vergessen. Denn die mussten ja auch da Rüstung reinlegen. So, wollen wir mal gucken. Ja, das Ganze schieben wir mal schön nach unten. Wir wollen ja die Kiste haben. Und ich sehe jetzt schon nochmal eindeutig, es war echt gut, dass wir den linken Weg genommen haben, denn der ist wesentlich angenehmer. Wenn ich hier so sehe, was wir hier rechts hätten machen müssen. Wie auch immer die das geschafft haben. Ja, schon sie etwa Windsynergie. Oh, oh, oh. Ach ja, ist ja eigentlich auch scheißegal. Wenn ich bedenke, wir hätten das hier alles nach unten schieben müssen, dann alles wieder nach oben. Wir haben echt den definitiv leichteren Weg gewählt. Na, besser für uns. Und noch ein Fläschchen. Es gibt übrigens auch, wo wir gerade schon von die ganze Zeit Fläschchen halten, es gibt auch ein Fläschchen am Bora-Felsen. Da kann man aber erst mit Aaron hin, wenn man Frost hat. Und ja, das ist so eine Kiste. Ich glaube, die haben wir einmal außen gesehen. Und da ist wirklich nur ein Fläschchen drin. Also totaler, nutzloser Ramsch. Wer dafür extra nochmal zum Bora-Felsen geht, ja, wenn man so viel zu tun hat, kann man das gerne tun. Aber eigentlich total überflüssiger Mist. Finde ich ganz lustig. Hätten sie wenigstens irgendwie eine mega starke Waffe oder sowas reinpacken können oder... was weiß ich. Ein Kicherpilz oder wie die Dinger hießen. Damit wir wieder alten Leuten ihre Haustiere abzwacken können. Wir wissen ja sowieso, was sich alte Leute hier in diesem Spiel als Haustiere halten. Mars-Gins, mal eben so nebenbei. Wieso auch nicht? Ich finde die Musik aber hier ziemlich geil. Wobei ich die Musik und Golden Sun generell ziemlich geil finde, da ist meiner Meinung nach der schönste, also von beiden Teilen zusammen, einfach zum schönsten Videospiel-Soundtrack aller Zeiten gehört. Wenn ich mir dieses Lied hier nun anhöre, schon allein. Ohne Nuss nur. Wer trägt mir die Nüsse von euch? Ivan trägt die Nüsse. Ivan, du dumme Nuss. Zack, kriegst du direkt mal eine Nuss weiter. So. Wollen wir mal schauen. Ah, okay. Beide kaputt machen. Geht das von hier? Ja, nein. Ich wollte gerade sagen, ja, geht, aber... ne, geht natürlich nicht. Hallo? Ach so. Ja. Draufspringen. Bam. Bam. Okay. Ich dachte, das sah so aus wie... als sie wüssten, was mit dem Hammer machen. Aber einfach draufspringen reicht ja auch. Hatten wir ja am Plateau von Dekan ebenfalls. Und der Weg hier. Wir hätten niemals gewonnen, wenn wir das hier nicht geschafft hätten. Die Heiltränke... ach, sie trägt er selbst. Okay, ja. Der Anführer des anderen Teams kann gerne die Heiltränke tragen. Tränke tragen. Da ist noch eine Kiste und wir sollten dann gleich... glaube ich jedenfalls. Das ist der dritte Abteil. Ich meine, es waren drei Abteile. Dann müssten wir ja gleich schon oben sein. So, und direkt noch ein Fläschchen. Die Dinger liegen hier echt wie Sand am Meer. Habe ich das abgegeben? Ja, okay. Sah grad komisch aus. Nee, Moment, es waren vier Ebenen. Klar, wir mussten ja vier Truhen, vier Charaktere mussten Items ablegen. Ich erinnere mich. Gut, da will ich erstmal durch. Da liegt nämlich etwas, was ich haben will. Dim. Fläschchen? Ja, was auch sonst. Wieso sammle ich die einfach alle ein? Ja, ich habe diesen verdammten Sammelwahn. Ich könnte bei einem Spiel wie Golden Sun niemals einfach die ganzen Kisten zurücklassen. Zack. So, und das Ding schieben wir jetzt mühsam wieder an seinen Ursprung. Denn das bringt uns ja noch was. Was uns das bringt, seht ihr gleich. Oder? Müssen wir das überhaupt? Moment. Ah, doch, sollte. Das einmal rüberschieben, das Ding zu schmelzen. Hooray! Und wieder zurück. So, bitte lass da oben keine Kiste mehr sein. Nö. Okay. Gut, dann kommen wir in diesem Part ja sogar noch oben an. Das ist schön. Den Djinn, den es hier gibt, das ist übrigens ein Jupiter-Djinn. Den werden wir wahrscheinlich aber erst im nächsten Part holen. Denn wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben nur noch eine Minute Zeit knapp. Das wird nichts mehr. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich hier noch den rechten Weg abgehen möchte. Einfach, um die ganzen Kisten noch einzusammeln. Um euch den mal zu zeigen, was uns hier erwartet hätte. Und ja, ich bleib dabei. Der Weg hier war wesentlich angenehmer. Und hier sind wir auf der Spitze. Der Spitze des spitzigen Spitzenbergs. Zack,
Einmal rüber zur linken Seite, denn hier können wir ja Luftkissen benutzen. Yay. Luftkissen. Und gleich muss ich den Part beenden. Halleluja. Und zwar genau zu sein, wenn ich hier drin bin, sage ich mal. Oder komm, den kriege ich noch weg. Kann ich jetzt immer aufschieben. Leute, das war Golden Sun, die vergessene Epoche für heute. Im nächsten Part holen wir uns den Djinn, der hier versteckt ist, und werden uns dann immer noch weiter auf Schatzsuche begeben, denn fertig sind wir ja noch lange nicht mit. Bis dahin, ciao. Verdammtes Viech.